glaube, es hatte was mit den FPS zu tun. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht waren auch einfach nur zu viele Tiere, das kann natürlich auch sein. Aber im Endeffekt wird es wahrscheinlich daran liegen, dass wir zu viel Chunks rendern gerade. Das in Kombination mit dem Vollbild und irgendwas anderem nicht so recht passen mag. Ich meine, es ist Minecraft. Das läuft nie ohne Performance-Probleme. Auch wenn die grafischen Leistungen dieses Spiels natürlich exorbitant krass sind, brauchen wir gar nicht drüber streiten. Das ist das grafisch anspruchsvollste Spiel der Welt. So, wieso ist hier eigentlich irgendwie ein erhöhter Ding? Ja, oh wow. Ich glaube, ich fange jetzt einfach mal von oben ein bisschen an. Das ist ja richtig unnötig hier. Dieser Vorsprung hätte mir auch früher auffallen können. Meine Güte. Das sieht richtig dämlich aus. Also so wirklich richtig dämlich. Meine Güte hier. Ja, 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 ja. So. Gibt es sonst noch irgendetwas Beachtliches, außer dass ich Ewigkeiten für die letzte Folge gebraucht habe? Vielleicht hat man es ja gesehen. Und oh, warte mal. Kann es sein, dass es gerade zufälligerweise das Regnen aufgehört hat? Das wäre natürlich sehr optimal. Ich komme gerade aus dem Fenster. Und ich warte schon den ganzen Tag auf eine Regenpause, damit ich die Kiste, in der unser Altpapier vor sich hin wartet, um weggebracht zu werden, diese endlich in den Altpapiercontainer zu leeren. Aber das möchte ich eher ungerne bei strömendem Regen tun. Und deswegen habe ich es noch nicht gemacht. Und wenn es zum Regnen aufgehört hat, was eventuell da sein könnte, dann wäre das natürlich super, weil ich das dann endlich machen kann. Ich glaube, ich schaue mal schnell zum Fenster. Schaue nochmal genauer nach. Es dauert eh keine 3 Minuten. Aber es muss gemacht werden. Und deswegen drücke ich mal ganz kurz auf Pause. So. Kann weitergehen. Es hat übrigens doch noch geregnet. Was doof ist, ist. Bin doch nass geworden. Habe ich eigentlich auch versucht zu verhindern. Aber. Ja. Aktuell kannst du gegen das Wetter definitiv nichts machen. Das ist echt krass. Es schüttet heute den ganzen Tag. Schon so dermaßen vom Himmel. Also, ja. Nicht mehr so richtig schön. Hat teilweise keine 20 Meter mehr gesehen. Weil so viel Wasser runtergekommen ist. Und dann halt auch noch so dicht. Das ist echt etwas beeindruckend beängstigend gewesen. Weil das endet mit Sicherheit wieder irgendwo mit einem Hochwasser. Was wieder sehr toll ist. Also. Was für eine absolute Katastrophe wird. Dann wieder und. Naja. Hochwasser halt. Da brauchen wir eigentlich nicht viel zu sagen. Das ist immer wieder gleich kacke. Ist wieder alles unter Wasser. Feuerwehr da. Heißt, die Feuerwehr darf dann wieder sehr viel machen. Weiß nicht, vielleicht freuen die sich wenigstens über ein paar Einsätze. Das kann natürlich schon sein, aber ich denke mal, die wollen auch nicht unbedingt so im größten Regen arbeiten. Andererseits spätestens jetzt werden die Waldbrände, die in den letzten Septemberwochen ja
immer mal wieder da waren. Spätestens jetzt wären die auf jeden Fall gelöscht gewesen, sage ich jetzt mal. Ach so. Ich muss hier noch nach oben. Ich weiß, hier sieht es jetzt echt wirklich etwas sehr künstlich aus, dass immer exakt genau der gleiche Ding ist, aber ich meine, hier kann es ja von mir aus auch sehr gerne künstlich aussehen, weil ich bin hier sowieso direkt neben einem riesigen Feld, das offensichtlich nicht so ganz so natürlich im Ursprung ist, sage ich jetzt mal. Da kann man dann auch schon sehen, dass das etwas in die Natur eingearbeitet wurde. Also darf man sich jetzt nicht zwingend beschweren, dass es kein so 100% natürlicher Hügelverlauf mehr ist. Das sollte, denke ich mal, wenn man bei einem so einem großen Feld arbeitet oder so, sollte es klar sein, dass es da nicht so 100% die umwerfendsten Geländeknicke gibt, die so richtig schön Erosions entstanden aussehen, sondern dass es da auch die ein oder andere scharfe Kante geben könnte. Jetzt gehe ich hier hoch und schaue, wie es hier aussieht. Ja, hier wird es dann sehr flach. Also nicht sehr flach, aber etwas einiges flacher. Das heißt, hier kann man auf jeden Fall gut hoch. Oh, hat hier eine sehr schöne Aussicht zum Feld tatsächlich. Muss ich mir mal merken dann. Ich muss generell irgendwo noch so einen richtig schönen Aussichtspunkt bauen. Wo man dann quasi immer so Sachen machen kann. So Spezialfolgen einleiten oder sowas. Da muss ich eh noch irgendetwas machen, wo man einen sehr schönen Blick auf die ganze Welt hier hat. Irgendwie sowas. Da wird sich, denke ich mal, schon was finden. In die Richtung. Und hier sieht man jetzt irgendwie auch. Oh, das sieht, ist eigentlich schon ganz gut. Aber oh, warte, nee, hier ist jetzt. So. Vier und vier. Und dann geht's hier wieder im normalen Ding weiter. Ich find's auch faszinierend, dass überall irgendwie immer nur Birkensetzlinge runterkommen. Aber kaum Fichten momentan. Ich krieg immer nur Birke. Und Eiche. Ich meine aber, dass ich von den anderen Bäumen her, die unterm Feld waren, sich da irgendwo Fichten mit dabei haben müsste eigentlich. So, und das machen wir jetzt hier so. Das ist eigentlich, warte mal. Ah, ganz anders. Immer mal so. Da haben wir hier schon mal einen Abflacher, also hier flacht man schon ein bisschen ab. Tut dann, denke ich, auch mal einigermaßen gut. Das ist ja auch so ein klein wenig abflacht. So. Gut, dann jetzt noch hier ein bisschen was.
Das sieht auch schon mal recht gut aus. Jetzt haben wir hier schon mal den Knick fertig. Jetzt muss hier bloß noch diese Geländekante hier ein bisschen angepasst werden. Das heißt ein bisschen, ziemlich viel. Das sollte auch einigermaßen schnell gehen. Da muss ich mal schauen, aber ich denke, ich werde, dass es Spruce Wood, also Fichten schon gibt. Bin ich sehr überzeugt davon. Ich meine, die kamen gleichzeitig mit Birken ins Spiel. Ich sollte vielleicht mein Bett auch so drehen, dass ich den Sonnenuntergang dann immer anschauen kann, also in die Richtung. Ist ja bestimmt dann schöner. Gut. Muss jetzt hier hoch. Ich meine, da ist es jetzt noch relativ wenig und hier wird es dann auf einmal sehr viel und danach wird es nur sehr wenig, was man abtragen muss. Kann dort auch mehr Stein sein, ja. Hier ist dann. Ah, hier ist auch noch ein Stichstein. Ja, danach wird es wieder alles Erde sein. Sag ich jetzt mal so. Es geht dann hier immer so langsam, aber stetig nach oben. So. Das ist doch eigentlich echt schon mal faszinierend. Und ich finde es gerade sehr faszinierend festzustellen, dass ich das Lied, was gerade läuft, in glaube ich 3 verschiedenen Varianten in meiner Playlist habe. Also wirklich interessant, aber es ist immer wieder schön. Wobei mir die, wie ich gefühlt, diese Variante noch kein einziges Mal gehört habe. Das ist doch definitiv Fichtenholz. Das ist blöd, oder? Sehr interessant. Ah ja, gut. Muss ich hier erstmal das hier fertig machen. Das ist hier schon schwierig genug. So, was kann ich denn doch so erzählen? Genau, der Clip vom Mäusieder See dieses Jahr ist vor ungefähr einem Monat gekommen. Also ich, wer es noch nicht gesehen hat, ist man noch chaotischer als das letzte Mal. Und ich habe versucht zu kochen. Und ich meine, wer das hier einigermaßen verfolgt, der weiß ja, dass ich hier immer wieder davon geredet habe. Leute, kocht selber, nie viel besser, schmeckt auch besser. Und ja, ich habe das erste Mal in meinem Leben eine italienische Nudelsuppe versucht zu kochen. Was passiert ist, müssen wir dann selber anschauen. Aber es war lustig. Hat fast funktioniert.